Serienmörder. Sie töten ohne Mitleid, ohne Reue. Er konnte töten, wann immer er wollte, ohne dass es jemand auffiel. Er war wie ein Vampir. Er hat den jungen Frauen die Energie, die Schönheit und das Leben ausgesaugt. Wie ticken sie? Warum morden sie? Töten erregte sie. Sie hat es genossen. Sie war süchtig danach. Und sie konnte nicht aufhören. Ein Profiler und eine Psychologin öffnen die Fallakten der schockierendsten Serienmörder der Welt. Ich bin Stefan Harbort, von Beruf Kriminalist mit dem Schwerpunkt Serientötung und Fallanalyse. Ich bin Lydia Benecke, Kriminalpsychologin mit den Arbeitsschwerpunkten Sexual- und Gewaltstraftaten. Gemeinsam blicken sie in die dunklen Seelen der Mörder, geben Antworten, warum diese Menschen immer wieder quälen, vergewaltigen und töten. In Ostdeutschland macht ein Serienmörder Jagd auf Frauen. Er kann sie nicht mehr bremsen, er muss sie haben. Er würgte sie und stach auch mit einem Messer auf sie ein. Die Taten sind brutal, die Opfer scheinbar wahllos. Der Unterkörper war frei, die Brust war frei, sodass offensichtlich war, dass hier eine Sexualstraftat stattgefunden hat. Der rosa Riese tötet immer wieder. Getrieben von einer tödlichen Gier. Es sprach alles dafür, dass hier ein Täter unterwegs war, der schwerst gestört war. Aber man wusste nicht, wer es ist. Nichts kann seinen grausamen Trieb befriedigen. Wir bekommen es jetzt mit einem berüchtigten Serienmörder zu tun, bekannt als Rosa Riese, der über anderthalb Jahre hinweg vor allem die weibliche Bevölkerung Brandenburgs in Angst und Schrecken versetzt hat. Frauenwäsche spielte für diesen Täter eine große Rolle und sie spielte auch eine große Rolle bei der Ermittlung. Ostdeutschland, kurz vor der Wende. In den Städten gehen die Menschen auf die Straße, rebellieren gegen die Mächtigen der DDR. Doch auf dem Lande geht es noch ruhig zu. Wie gewöhnlich gehen die Menschen in dem kleinen Ort Deetz nahe Berlin ihrem Alltag nach. Auch Edeltraud N. Edeltraud N. war eine ganz durchschnittliche Frau. Sie war Verkäuferin, 51 Jahre alt. Sie merkt nicht, wie ein fremder Mann um die Häuser schleicht. Er will etwas stehlen. Heimlich dringt der Mann in das kleine Häuschen von Edeltraud N. ein. Er durchwühlt Schränke und Kommoden. Edeltraud N. ahnt nicht, dass sich ein Fremder in ihrem Haus zu schaffen macht. Sie hat geharkt und hat wohl auch Blumenzwiebeln gesteckt. Es war ein ganz normaler Herbsttag. Dann entdeckt der Einbrecher die Frau und ändert seinen Plan. Alarmiert von einem Zeugen, treffen Polizisten wenig später am Haus von Edeltraud N. ein.
Der Nachbar hat gesehen, wie ein junger, ziemlich großer Mann ein Paket oder etwas dort von dem Grundstück der Frau weggeschleift hat. Und hat ihn angesprochen, was machen Sie denn da? Und aufgrund dieses Ansprechens hat er das fallen lassen und ist weggerannt. Die Polizisten sehen sofort, dass es sich um einen ungewöhnlich grausamen Tatort handelt. Die Leiche war eingerollt in einer Decke. Die Frau wurde erwürgt, erdrosselt in Kombination und hatte massive Schläge mit einem Werkzeug auf den Kopf bekommen. An der halbnackten Leiche finden die Beamten Spuren eines Sexualverbrechens. Offenbar wurde die Frau nach ihrem Tod vergewaltigt. Die Polizisten suchen den Tatort nach Hinweisen auf den Täter ab. Vor Ort hat man im Erdreich auch eine Schuheindrucksspur sichern können. Die war ziemlich groß, 33 cm, also das ist eine Schuhgröße 49 etwa. Die Suche nach dem brutalen Mörder beginnt. Lydia Benecke und Stefan Habert analysieren die Fallunterlagen. Die beiden haben bereits mit vielen Serienmördern gesprochen und kennen ihre möglichen Motive. Jetzt stellt sich mir die Frage, hat er ein persönliches Motiv? Ist es eine beziehungsaufgeladene Tat? Will er sie brutal töten, weil er Emotionen hat dieser Frau gegenüber? Oder ist diese Frau ihm fremd und er verfolgt ein großes Ziel, nämlich eine Fantasie? Davon haben mir viele Serienmörder berichtet, dass sie ihre Taten vorfantasieren, dass sie im Grunde genommen in zwei Welten leben und dass dann auch diese Imagination am Tatort realisiert werden muss. Die Experten sehen noch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass es sich um einen Serienmörder handeln könnte. Jetzt ist es zunächst einmal wichtig herauszufinden, wo muss man denn jetzt nach dem Täter suchen. Und da gibt es im Grunde genommen nur zwei Varianten. Entweder ist es jemand, der aus dem sozialen Umfeld des Opfers kommt, oder der große Unbekannte. Im letzteren Fall wird es verdammt schwierig. Gestern Nacht kam es zu historischen Szenen am Grenzverlauf zwischen Ost- und West-Berlin. Nachdem die Grenze geöffnet wurde. Es ist die Zeit der Wende in der DDR. Menschen prägten das Straßenbild. Viele deuten die Öffnung der Berliner Mauer als Zeichen, dass eine baldige Wiedervereinigung bevorsteht. Trotzdem arbeiten Volker Kelm und seine Kollegen unbeirrt an der Aufklärung des brutalen Mordfalls. Wie so üblich ist man vordringlich davon ausgegangen, dass es ein Beziehungstäter sein könnte. Wir haben alle Beziehungspersonen sowohl im Wohnumfeld als auch im beruflichen Umfeld der Geschädigten beleuchtet. Wir sind aber nie zu einer wirklich verdächtigen Person gekommen. Das hat sie alles zerschlagen. Die Ermittler untersuchen ihr wichtigstes Beweisstück, den Schuhabdruck. Das war ein ziemlich guter Abdruck von der Qualität her, sodass wir das relativ gut auswerten konnten. Es ist ein Stiefelabdruck Größe 49. Vage zu erkennen, ein Rautenmuster, das den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis liefert. Es ist festgestellt worden, dass es sich um einen Schnürschuh gehandelt hat, der nur bei den, so hieß das damals, Sonderbedarfsträgern ausgegeben wurde. Das heißt, Nationale Volksarmee, kasernierte Volkspolizei oder Bereitschaftspolizei. Handelt es sich bei dem Täter möglicherweise um einen Mann aus den eigenen Reihen? Wir haben uns dann wegen dieser Sonderbedarfsträger, die solch einen Schuh bekommen haben, an den Militärstaatsanwalt gewendet. Ja? Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Kurz vor dem Ende der DDR versinken die Behörden im Chaos.
der Fall ist in der Wendezeit passiert, wo die Struktur in der Polizei verändert wurde, wo nicht klar war, wer kann bleiben, wer kann seine Arbeit weitermachen. Das waren ganz große Probleme in dieser Zeit. Viele Dienststellen befinden sich bereits in Auflösung. Und die Ermittler warten vergeblich auf eine vollständige Liste der Verdächtigen. Wir haben nur fragmentarisch Namen bekommen von Personen, die solchen Schuh erhalten haben. Die führten aber nicht zu einem Ergebnis, weil diese Personen alle Alibis hatten. Volker Kelm und seine Kollegen stecken in einer Sackgasse. Sie können den Mord nicht aufklären. Es sprach alles dafür, dass hier ein Täter unterwegs war, der schwerst gestört war. Aber man wusste nicht, wer es ist. Seit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November werden die Rufe... Monatelang steht die bevorstehende Wiedervereinigung Deutschlands im Fokus der Nachrichten. Der Mord gerät in Vergessenheit. Doch dann werden die Ermittler erneut zu einem Mordopfer gerufen. Bitte komm, weibliche Leiche im Wald, braucht Verstärkung. Verstanden, sind unterwegs. Die Fundstelle liegt nur 25 Kilometer vom ersten Tatort in Deetz entfernt. Es ist eine wilde Müllkippe am Rande eines Waldes. Die Leiche liegt nur wenige Meter entfernt von einem Bauwagen. Die Ermittler sehen sofort, dass die Frau auf brutale Weise ermordet wurde. Es wurde ermittelt, dass sie erdrosselt und gewürgt wurde, hatte aber auch massive Verletzungen am Kopf. Nach ihrem Tod hat sich der Mörder sexuell an der Leiche vergangen. Die Auffindesituation war so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die sexuelle Komponente hier der Hauptgrund für die Tötung war. Das Opfer? Die 55 Jahre alte Christa N. Christa N. lebte auf dieser Mülldeponie in einem Bauwagen. Aufgrund der Spuren am Tatort und an der Leiche können die Ermittler den Mord an Christa N. rekonstruieren. Sie hatte damals ziemlich viel Alkohol schon intus. Sie hat diese Müllkippe so mehr oder weniger bewacht oder halt da rumgegammelt, saß da rum, trank. Auch der Täter befindet sich an diesem Tag auf der Müllkippe. Zwischen den beiden kommt es zum Kampf. Der Täter greift dann nach einem Kabel, um sie zum Schweigen zu bringen, um das Schreien zu unterbinden. Aufgrund ihrer Alkoholisierung war es ihr nicht möglich zu fliehen. Sie muss infolge dieser Würgung und Drosselung gestorben sein. Der spezielle Tatort stellt die Ermittler vor eine enorme Herausforderung. Der Tatort war ja die Müllkippe. Und das ist natürlich schwierig, dort Spuren zu suchen und zu finden, weil dort so viele Dinge eine Rolle spielen können, man kaum etwas der Tat zuordnen kann. Und wieder haben die Ermittler keinen Verdächtigen. Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Mordfällen können sie nicht erkennen. Wir hatten von der Spurenlage her keine Übereinstimmungen. Auch die Begehungsweise, die Tatorte waren andere, sodass wir diese Zusammenhänge noch gar nicht herstellen konnten. Auch dieser Mord im ländlichen Ostdeutschland gerät in Vergessenheit. Doch alles ändert sich, als 10 Monate später ein drittes Verbrechen geschieht. Der Tatort liegt wieder nur wenige Kilometer von den anderen beiden Tatorten entfernt.
Das Opfer war mit Reisig und mit Ästen übersät. Der Unterkörper war frei, die Brust war frei, sodass offensichtlich war, dass hier eine Sexualstraftat stattgefunden hat. Die Ermittler rekonstruieren den Tathergang. Die 34-jährige Inge F. ist allein im Wald unterwegs. Sie war bei einer Freundin gewesen, nach einem Streit mit ihrem Mann, und hat sich dort ausgeweint und befand sich auf dem Nachhauseweg. Sie merkt nicht, dass sie beobachtet wird. Dann geht alles sehr schnell. Der Täter ging auf die Frau zu und griff sie sofort an. Er hat sie dann sofort niedergeschlagen, ins Gesicht getreten, mit einem Messer, das er mitgeführt hat, zugestochen. Dann zieht der Mann sie tiefer in den Wald hinein. Dort verging er sich an der Frau. Durch den Stich in die Halsschlagader ist die Frau am Tatort verblutet. Die Ermittler ahnen mittlerweile, dass sie einen Serienmörder verfolgen. Klar war das noch nicht, dass der Täter die anderen Morde auch begangen hat. Aber der Verdacht lag nahe. Ein möglicher Zusammenhang fällt auf. Zwei der drei Morde geschahen in der Nähe von Müllkippen. Und noch etwas macht die Ermittler stutzig. Diese Leiche trug Unterwäsche, die nicht ihr gehörte. Der Täter muss sie also, nachdem er sie in Anführungszeichen sexuell gebraucht hatte, wieder mit der Wäsche, die er gefunden hatte, die er mit sich führte, angezogen haben. In der Nähe des Tatorts entdecken die Ermittler weitere Unterwäsche. In der Umgebung wurden mehrere Plätze ausfindig gemacht, wo Damenwäsche gelagert war. Auch Pornohefte waren dabei. Der Täter muss wohl also über Wochen hinweg Unterwäsche gesammelt haben und dort in Erdlöchern vergraben haben. Auf der Suche nach dem Täter könnte die Unterwäsche eine entscheidende Spur sein. Ab diesem Zeitpunkt spielte in unseren Ermittlungen die Damenwäsche eine Rolle als sexuelle Komponente. Noch einmal schauen sich die Ermittler die anderen Tatorte genauer an. Wir hatten ja Damenwäsche an den einzelnen Tatorten gesehen. Zum Beispiel gleich beim ersten Mord die Wäsche auf der Leine. Auf der Müllkippe bei der zweiten Handlung, da war jede Menge Bekleidung, die dort rumlag. Die Polizisten sind nun überzeugt. Sie jagen einen Serienkiller. Auch Stefan Habort und Lydia Benecke sehen eindeutige Anzeichen, dass es sich um denselben Täter handelt. Man darf jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Serientäter ausgehen, weil intime Frauenwäsche bei allen Taten eine Rolle gespielt haben dürfte. Das ist zum einen ein sehr seltener Aspekt und wir haben hier relativ kurze Zeitabstände. Darüber hinaus symbolisiert dieses Handeln ein sehr persönliches Bedürfnis des Täters. Da kann man schon von einer Signatur sprechen. Die beiden Experten vermuten, dass der Täter unter einer schweren sexuellen Störung leidet. Natürlich ist das Erste, woran man denkt, wenn fremde Wäsche an der Leiche ist, ob hier ein Fetisch eine Rolle spielt. Und wenn das wirklich zu einer Fantasie gehört, ist natürlich die Frage nach der Wiederholungsgefahr. Bei solchen Taten neigen die Täter dazu, nach den Taten das reale Verbrechen in der Gedankenwelt nachzuerleben. Das ist wie bei einem Film, den man sich immer wieder anschaut, weil man ihn so gut findet. Aber irgendwann macht das nicht mehr wirklich satt. Und dann entsteht der Impuls, ja, ich will es jetzt doch noch mal richtig haben. Und dann muss die nächste Tat passieren. 9 Tage später findet der Mörder nahe der Stadt Belitz sein viertes Opfer.
Wieder in der Nähe einer Müllkippe. Die Frau war mit ihrem 3 Monate alten Sohn, der in einem Kinderwagen lag, im Wald unterwegs. Der Täter sieht sie, er hatte wieder Müllkippen aufgesucht, hatte Wäsche gefunden. Er kann sich nicht mehr bremsen, er muss sie haben, er stürzt sich auf sie. Er würgte sie und stach auch mit einem Messer auf sie ein. Zu diesem Zeitpunkt muss das kleine Kind wohl angefangen haben zu schreien. Als das Kind im Kinderwagen geschrien hat, hat er es rausgenommen und gegen den Baum geschlagen. Das Kind ist sofort tot. Dann zerrt der Mörder die junge Frau tiefer in den Wald, vergewaltigt und tötet sie. Er deckte die Leiche mit Moos zu, drapierte um den Tatort noch Unterwäsche und verließ dann den Tatort. Als die Ermittler die Leiche finden, ist ihnen sofort klar, dass es sich um denselben Täter handelt. Überall am Tatort verstreut, rosafarbene Damenunterwäsche. Das war analog zu der vorhergehenden Straftat, zumal auch in sehr naher zeitlicher Zusammenhang gegeben war. Für Lydia Benecke und Stefan Habort ist der Tod des Kindes besonders alarmierend. Das ist für mich eine weitere Eskalation. Ich glaube, dass ihm das Baby im Weg war. Vielleicht hat es ihn gestört durch die bloße Anwesenheit. Vielleicht hat das Baby auch geschrien, wovon ja dann auch auszugehen ist. Aber er offenbart hier eben auch eine unbedingte Tötungsabsicht, um seinen Bedürfnissen abhelfen zu können. Absolut. Es ist ja offensichtlich, er hat überhaupt keinen Respekt vor dem Leben. Egal wie alt sein Opfer ist, das spielt gar keine Rolle. Er hätte ja auch nicht befürchten müssen, dass das Baby ihn identifiziert. Es hat ihn einfach gestört. Und er hat Aggressionen abgelassen, wie in den anderen Taten auch. Offensichtlich ist er ja auch aggressiv aufgeladen. Die Taten sind immer sehr gewalttätig. Auf der Suche nach dem Serienmörder durchkämmen Polizisten systematisch die Wälder rund um Beelitz. Unsere Sonderkommission war bis zu 80 Personen stark. Wir hatten Kräfte im Einsatz, die durch die Wälder gegangen sind und zielgerichtet bestimmte Planquadrate abgesucht haben, nach Wäsche, nach möglichen anderen Orten, um vielleicht den Täter auch dort in den Wäldern ausfindig zu machen. Die Ermittler stoßen auf unzählige weitere Verstecke mit Frauenunterwäsche. Die Auffindesituation der Wäsche rund um den Tatorten war so, dass das ganze Säcke gefüllt hat. Die Ermittler fanden nun nach einem Sexualstraftäter mit Unterwäschefetisch. Mit der Sonderkommission haben wir nach einer Person gesucht, die sexuell auffällig ist, wahrscheinlich wenig Kontakte zum weiblichen Geschlecht hat und schüchtern ist. Auch für den Kriminalisten Stefan Habort und die Kriminalpsychologin Lydia Benecke ein durchaus plausibles Täterprofil. Also die Taten haben schon eine sehr deutliche Handschrift eines Serientäters. Es geht um Intimwäsche, die in der Fantasiewelt des Täters eine große Rolle spielen. Und erfahrungsgemäß geht man davon aus, dass derjenige, der gesucht wird, unter einer schweren Sexualstörung leidet. Und das sind erfahrungsgemäß junge Männer zwischen 20 und 30, alleinlebend, die auch kaum Kontakte haben und auch in ihrer Sexualität schwer gestört sind. Was die Ermittler noch nicht wissen: Der gesuchte Serienmörder ist der 24 Jahre alte Wolfgang S., ein ehemaliger Bereitschaftspolizist. Er war der Mann mit den 2 Gesichtern. Er hatte damals eine Freundin, also sogar eine Verlobte, und hatte enge Kontakte zu den Eltern, hatte auch einen Freundeskreis. Seine Verlobte erwartet sogar ein Kind von ihm. Zusammen wohnen sie im kleinen Dorf Lenin,
nicht weit von den Tatorten entfernt. Er wirkte eigentlich ganz normal und freundlich, hilfsbereit. Und es gibt auch Nachbarn, die sagten, der war immer ordentlich angezogen und war ein ganz normaler, einer von uns. Wolfgang S. führt ein perfektes Doppelleben. Er lebte damals in vergleichsweise gewöhnlichen Verhältnissen. Er hatte eine Freundin, er hatte Gelegenheitsjobs, er hatte auch Bekanntschaften, Freunde. Also insofern passte er gar nicht in das Täterprofil. Doch hinter der Fassade verbirgt sich ein sexuell gestörter Triebtäter. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke glaubt, dass die Gründe für sein Handeln in seiner Vergangenheit liegen. Ein solch extremer Täter entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Und wir Psychologen schauen natürlich immer, wie wurde die Persönlichkeit geformt. Und im Fall dieses Täters sehen wir sehr früh, wo schon die Weichen gelegt wurden, die später zu dieser tragischen Entwicklung führten. Die Faszination für Frauenunterwäsche beginnt schon in seiner Kindheit. Wolfgang S. wächst in einem bürgerlichen Elternhaus auf dem Land auf. Er ist das älteste von drei Kindern. Er hatte eine sehr dominante Mutter, die wohl sehr rechthaberisch war. Er soll wohl als Kind auch geschlagen worden sein. Eines Tages geht er heimlich ins Schlafzimmer seiner Mutter. Dort kommt es zu einem Schlüsselerlebnis. Erste Begegnung mit der Unterwäsche seiner Mutter soll er wohl im Alter zwischen 6 und 8 Jahren gesammelt haben. Er hat im Schrank Unterwäsche gefunden und das fand er wunderbar. Und die hat er dann genommen und hat er sich angezogen. Seine Handlungen werden immer extremer. Es war wohl so, dass er sich in ein Baby zurückversetzt hatte. Also er benetzte die Unterwäsche wie eine Windel und hat sie auch bekotet. Es dauert nicht lange, bis Wolfgangs Geheimnis entdeckt wird. Was ist das? Sau! Die Mutter ist ihm natürlich dann draufgekommen, dass er das gemacht hat und hat's Prügel gegeben. Er wurde angeschrien, du Sau, du Schwein. Und er wusste gar nicht, dass er was Unrechtes getan hat. Was hast du mit meiner Unterwäsche gemacht? Als Strafe nehmen ihm seine Eltern das weg, was er am liebsten hat. Die Unterwäsche. Und so kam es dann, nachdem es zu Hause nicht mehr ging, dass er zu den Müllkippen gegangen ist und hat dort Wäsche gesucht und angezogen. Als er älter wird, entwickelt sich aus dem guten Gefühl beim Tragen der Unterwäsche ein tödlicher Trieb. Dann kamen die Fantasien, wenn eine Frau hätte da dazu, die da mitmacht, die das genauso schön findet wie er. Das war seine Idealvorstellung. Im Alter von 23 Jahren, als er wieder einmal auf der Suche nach Wäsche ist, begeht er seinen ersten Mord. Danach gibt es kein Halten mehr. Die Psychologin Lydia Benecke hat eine Erklärung dafür, dass Wolfgang S. bereits als Kind einen Fetisch für Unterwäsche entwickelt hat. Er hat seine Mutter immer als sehr dominant beschrieben, dass sie nicht zuhörte, sehr rechthaberisch war. Und er hatte als Kind keine gute Möglichkeit, mit ihr eine vernünftige Verbindung aufzubauen. Das hat er allerdings über die Nähe, über ihre Unterwäsche kompensiert. Und alle schlechten Gefühle gegenüber seiner Mutter hat er über das Urinieren und Koten umgesetzt. Die Experten haben auch eine Vermutung, wie aus dem Bedürfnis ein tödliches Verlangen wurde. Er hat natürlich auch gemerkt, dass es ihn besonders in seiner Fantasie erregt, sich vorzustellen, dass diese Frauen seinen Fetisch mit ihm ausleben. Er hat sich vorgestellt, dass sie leben, weil er sich eigentlich eine Partnerin gewünscht hätte, die seinen Fetisch akzeptiert. Weil er aber gleichzeitig sicher war, dass er niemals eine Frau finden würde, die es akzeptiert, musste er sie töten, um möglichst nah an die Umsetzung seiner Fantasie mit Frauen heranzukommen. Die Polizei hat für heute Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Offenbar gibt es neue Informationen zu den Ungeklärten. Ohne eine Spur des Serienmörders entscheiden sich die Ermittler für eine außergewöhnliche Maßnahme. Sie wenden sich an die Presse. Das Interesse war riesig groß. Wir haben die Säcke mit der Bekleidung, die wir gefunden haben, gezeigt. Wir haben auch das Tatwerkzeug gezeigt, um Hinweise bekommen zu können. Die Medien überschlagen sich.
Als Rosa Riese und Bestie von Belitz wird der Mörder im ganzen Land bekannt. Das Medienecho war extrem groß. Gerade die Boulevardblätter stürzten sich auf diese Geschichte. Unter den Bewohnern Brandenburgs macht sich Panik breit. Volker Kelm leitet zu dieser Zeit die Sonderkommission. Er erinnert sich noch gut an die Stimmung in der Bevölkerung. Es war wirklich, so wie wir das feststellen konnten, dass Kinder nicht mehr allein zur Schule geschickt wurden, nur in Begleitung. Nachts, ja, Frauen nicht mehr allein auf die Straße gegangen sind. Diese Taten haben in der Bevölkerung natürlich eine unglaubliche Angst ausgelöst und eine Verunsicherung. Wer ist das? Ist das einer von uns? Doch alle Vorsichtsmaßnahmen reichen nicht aus, den Mörder davon abzuhalten, erneut seinem Trieb nachzugeben. Dieses Mal trifft es zwei junge Mädchen. Wie so oft laufen die beiden nach der Schule durch den Wald. Doch diesmal ist auch Wolfgang S. im Wald unterwegs und beobachtet die beiden Mädchen. Und dann kommt in ihm diese Idee, nicht nur eine Frau, sondern mehrere. Also der Gipfel der Glückseligkeit in seinem kranken Hirn. Er kam direkt auf die beiden Mädchen zu und griff sie mit einem Messer an. Dann konnte sich das eine Mädchen befreien. Das muss den Täter so verunsichert haben, dass er auch das zweite Mädchen losgelassen hat. Die beiden Mädchen retten sich nach Hause und melden den Angriff bei der Polizei. Die Mädchen sind die bisher wichtigsten Zeugen für die Ermittler. Sie können sich genau an den Angreifer erinnern. Wir hatten von beiden eine relativ gute Personenbeschreibung bekommen können, sodass wir auch ein Phantombild angefertigt haben. Die Ermittler haben nun endlich ein Gesicht des Rosa Riesen. Die Beschreibung ist so detailliert, dass Volker Kelm um die Sicherheit der Mädchen fürchtet. Das war in meiner polizeilichen Tätigkeit das erste Mal, dass ich Personenschutz veranlasst habe. Beide Mädchen konnten ihn ja beschreiben. Und wir waren uns nicht sicher, ob er dann nicht verhindern wollte, dass er von beiden wiedererkannt wird. Für die Psychologin Lydia Benecke und den Kriminalisten Stefan Habort ist der Angriff auf die beiden Mädchen eine weitere Eskalation. Ihm war es egal, welche Art Frau er attackieren konnte, weil die weiblichen Wesen in seiner Fantasie im Grunde genommen weder ein Alter noch ein Gesicht hatten. Es waren Körper, die ihm zur Verfügung stehen sollten und keine Menschen im engeren Sinn. Insofern hatte er auch keinen spezifischen Opfertyp und nahm sich die Frauen, denen er sich in entsprechender Absicht nähern konnte. Er verfolgt ja ein Bedürfnis der Befriedigung. Und diese Befriedigung will er erstens immer wieder haben. Und zweitens kann es sogar sein, dass er durch die Erfahrung der verschiedenen Taten auch glaubt, er kann die Befriedigung immer besser steigern. Er kommt immer besser an seine ultimative Fantasie heran. Deswegen ist es eher wahrscheinlich, dass er nicht aufhört. Während die Polizisten die beiden Mädchen befragen, irrt Wolfgang S. weiter durch die Gegend um Belitz. Er ist auf der Suche nach Unterwäsche. Will seinen Trieb befriedigen. Er war ruhelos und musste immer wieder an diese Situation mit den beiden Mädchen denken. Was er mit denen hätte machen können, was er mit denen hätte machen wollen, das ging ihm nicht aus dem Kopf. Noch in derselben Nacht sucht er sich ein neues Opfer. Die 66-jährige Rentnerin Talita B. lebt alleine und will gerade zu Bett gehen. Sie leidet unter hohem Blutdruck und nimmt wie jeden Abend ihre Medikamente. In der Dunkelheit nähert sich Wolfgang S. ihrem Haus.
Täter ist in das Haus eingedrungen, ist in das Schlafzimmer, wo die Rentnerin im Bett lag. Es war ihm offensichtlich völlig egal, ob das jetzt eine junge Frau war, eine ältere Frau war, eine alte Frau war. Die Hauptsache Frau. Er hat sie erwürgt und mit einem Wäschestück erdrosselt. Und dann anschließend auch wieder sexuell vergangen. Schon wieder wurde in Brandenburg eine Frau ermordet. Die Leiche wird erst zwei Wochen nach der Tat von einem Familienmitglied entdeckt. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Täter. Überall im Haus liegen verstreut Kleidungsstücke. Offenbar war der Täter wieder auf der Suche nach Unterwäsche. Von der Spurenlage her war es so, dass wir Spermaspuren hatten, die Blutgruppe bestimmen konnten und ein Schamhaar aufgefunden wurde, was offensichtlich auch vom Täter stammte. Die Ermittler suchen diesen Mann. Er ist 1,90 Meter groß. Noch einmal wenden sich die Ermittler mit dem Phantombild an die Medien. Wir hatten natürlich einen Riesendruck, möglichst zu verhindern, dass weitere Straftaten geschehen. Hinweise auf den Täter nimmt jede Polizeidienststelle an. Die Behörden setzen eine Belohnung aus. Die Belohnung, die die Staatsanwaltschaft ausgelobt hatte, belief sich auf 20.000 D-Mark. Es war eine ziemlich große Summe. Vom Geld angelockt, machen sich zahlreiche Anwohner in den Wäldern Brandenburgs auf die Suche nach der Bestie von Belitz. Dann im Sommer 1991 macht einer von ihnen im Wald bei Schmerzke eine eher zufällige Entdeckung. Er hatte eine Stelle gefunden, wo ein Zelt war, wo Wäsche lag, wo so Porno-Zeitschriften lagen. Als dieser Zeuge wiederkam mit einem Bekannten, hat er unseren Verdächtigen gesehen. Der hatte Damenwäsche an. Die beiden sind sich sicher. Vor ihnen steht der gesuchte Serienkiller. Sie schmieden einen riskanten Plan. Er ist zu dem Täter gegangen und hat ihm gesagt, ich bin von der Forst. Ich habe hier was zu sagen. Du bist hier unberechtigt mit deinem Zelt im Wald. Das darfst du nicht. Komm mit, wir klären das. Zuerst zögert Wolfgang S. Doch dann willigt er ein. Diese Handlung, dieses Zeugen, er begibt sich in so eine große Gefahr. Ich würde niemanden raten, jemanden selbst festzunehmen. Die Männer haben Glück. Wolfgang S. scheint nichts zu bemerken. Er war offensichtlich verdutzt, ob des forschen Vorgehens von dem Mann und hat ihm erstmal abgenommen, dass der wirklich von der Forst war. Und deshalb ist er mitgegangen. Der Coup gelingt. Die beiden fahren Wolfgang S. geradewegs aufs Revier und liefern ihn der Polizei aus. Der rosa Riese ist endlich gefasst. Zum ersten Mal sitzen die Polizisten dem Serienmörder gegenüber. Er war ganz ruhig, hat auf alle Fragen geantwortet, hat sofort die Morde eingestanden. Man hatte so das Gefühl, in gewisser Weise war er erleichtert, dass er es loswerden konnte.
Am 20. Oktober 1992, drei Jahre nach dem ersten Mord, beginnt am Potsdamer Bezirksgericht der Prozess gegen Wolfgang S. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen ist wie viele andere Journalisten vor Ort. Der Prozess hat ein ungeheures öffentliches Aufsehen erregt. Ich kann mich noch gut erinnern, welche Menschenmassen da angestanden hatten, um in den Gerichtssaal zu kommen. Ich vergesse nie, wie dieser große Mann, wie der versucht hat, praktisch im Boden vor Scham zu verschwinden, wie er sich hinter seinem Verteidiger versteckt hat. Wolfgang S. gesteht alle sechs Morde. Er hat sich entschuldigt, er hat gesagt, dass ihm das leid tut, aber er konnte nicht erklären, warum er es getan hat oder warum er so besessen war von diesen Fantasien. Am 1. Dezember 1992 wird Wolfgang S. zu lebenslanger Haft verurteilt. Für seine Taten spricht ihm das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Die Gutachter gingen von einer verminderten Schuldfähigkeit aus, weil er einfach an seinem Trieb gesteuert war. Es lag eine sexualpathologische Störung vor. Wolfgang S. wird in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Dort beginnt er ein Leben als Frau. Er nimmt weibliche Hormone und ändert seinen Vornamen. Man gestattet ihm, dass er Frauenkleider trägt und mit Stöckelschuhen geht. Das Wichtigste ist, dass er nicht mehr die Gelegenheit hat, Frauen zu überfallen und zu töten. Für Lydia Benecke und Stefan Harbaut ist der Fall des Rosa Riesen einzigartig. Ein Aspekt sticht aus meiner Sicht in diesem Fall besonders hervor. Ich spreche nun seit vielen Jahren mit Serienmördern. Die meisten versuchen das zu kaschieren, versuchen sich zu verstecken. Aber er ist jemand, der auch heute noch von sich sagt, ich habe diese Fantasie noch heute, ich bin gefährlich, lasst mich nicht mehr raus. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass er selbst mit sich hadert, mit seinen Fetischen, mit all dem, was er nie im Griff hatte. Er versucht ja offenbar bis heute einen Umgang zu finden mit seinen Problemthemen. Männlichkeit, Weiblichkeit, Fetisch, Sexualität. Das ist also ein Mensch, der an sich selbst gewissermaßen verzweifelt ist. Während seiner Mordserie hat Wolfgang S. fünf Frauen und ein Baby getötet. Seine Taten kann er nie wieder gutmachen. Bis heute leidet er an seiner sexuellen Störung. Vermutlich wird er nie wieder aus der Psychiatrie entlassen.